Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Heute machen wir weiter mit Anschlagsvarianten. Letztes Mal hatten wir die Kettmaschen und die festen Maschen. Heute haben wir die halben Stäbchen und die Stäbchen. Dafür braucht ihr 3 Luftmaschen. Müsst ihr häkeln, nicht 2 wie letztes Mal. Dann macht ihr einen Umschlag. Ich zeige es euch heute gleich mit der kleinen Nadel, weil ihr habt ja letztes Mal gesehen, wo einstechen. Das ist im Prinzip gleich. Nur mit ein bisschen mehr. Also wir machen einen Umschlag, stechen dann wieder in die erste Luftmasche ein, holen den Faden dann wird nochmal der Faden geholt, dann haben wir hier schon mal unsere Luftmasche erledigt. Jetzt haben wir das Grundgerüst fürs halbe Stäbchen, holen den Faden und ziehen es durch alle 3 durch. So, dann haben wir hier schon mal unser erstes halbes Stäbchen. Dann wird wieder ein Umschlag gemacht. Ihr stecht hier unten in die Luftmasche ein, die wir gerade gemacht haben, holt den Faden, zieht ihn nur unten durch die Luftmasche durch. Jetzt haben wir hier die Luftmasche. Sprich, wir holen nochmal den Faden, ziehen ihn nur durch die unterste Masche, also durch die Luftmasche, damit die Luftmasche auch da ist. Weil wenn wir jetzt gleich durchziehen würden, wäre die Luftmasche weg. Jetzt haben wir wieder das Grundgerüst fürs halbe Stäbchen. Wir holen den Faden und ziehen ihn durch alle 3 Schlingen durch. Dann wieder einen Umschlag hier unten durch die Luftmasche von gerade eben, die wir gemacht haben. Wir holen den Faden, ziehen ihn nur durch die Luftmasche durch. Nun haben wir hier unsere nächste Luftmasche. Wir holen wieder den Faden, ziehen ihn nur dann durch unsere Luftmasche durch. So. Dann holen wir den Faden und ziehen ihn durch alle 3 durch, damit wir unser halbes Stäbchen noch oben drauf bekommen. Also, Umschlag durch die Luftmasche, Faden holen einmal. Wir haben die Luftmasche, Faden holen nur unten durch unsere gerade gemachte Luftmasche. Wir haben das Grundgerüst für das halbe Stäbchen und Faden holen und durch alle 3 durch. Wir haben hier die Luftmasche und unser halbes Stäbchen. Also, Umschlag, einmal, zweimal und dreimal. Also es besteht quasi immer aus 4 Schritten jetzt in dem Fall, weil Umschlag, einmal Faden holen, zweimal Faden holen und einmal komplett durch. Umschlag, einmal Faden holen, zweimal Faden holen, komplett durch sind 4 Schritte. Der ganze Spaß sieht dann so aus, ist auch ein bisschen dehnbarer als normal. Und hier kann man es auch noch ganz gut erkennen, wie alles sein soll. Umschlag in die Luftmasche, Faden holen, wir haben die Luftmasche, Faden holen, wir haben das Grundgerüst fürs halbe Stäbchen, Faden holen, wir haben das halbe Stäbchen. So. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen zu festgezogen beim Festhalten. Aber so sieht die ganze Sache dann aus und ihr seht, ist auch hübsch dehnbar. So, jetzt zeige ich euch das Ganze noch mit ganzen Stäbchen. Ist im Prinzip jetzt genau das Gleiche. Nur, dass wir halt ein ganzes Stäbchen dann häkeln. Also auch alles ganz easy. Wir schlagen unsere erste Luftmasche an, machen noch 3 Stück. 3. Machen einen Umschlag, stechen in die erste Luftmasche ein. Holen einmal den Faden nur durch die Luftmasche durch. Dann haben wir hier unsere Luftmasche. Holen wieder den Faden nur durch die Luftmasche durch. Wir haben das Grundgerüst fürs Stäbchen. Und dann ganz normal wie beim Stäbchen. Wir holen den Faden, gehen durch die ersten beiden durch, holen den Faden und gehen durch die nächsten beiden durch. So. Im Normalfall, ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht wie bei der Anleitung. Weil ihr seht, so passt es genau. Eigentlich müsst ihr 4 Luftmaschen anschlagen. So. Dann den Umschlag durch die erste Luftmasche durch, den Faden holen. Nochmal einmal den Faden holen. Und dann ganz normal das Stäbchen abhäkeln. So. Ihr seht, dann ist das hier so.
Also ihr könnt es mit 3 Luftmaschen machen, ihr könnt es aber auch mit 4 machen. Dann wieder den Umschlag. Hier unten in unsere gerade eben gehäkelte Luftmasche. Faden einmal holen. Wir haben unsere Luftmasche. Faden ein zweites Mal holen. Nur durch unsere Luftmasche durch. Wir haben das Grundgerüst fürs Stäbchen. Und dann ganz normal abhäkeln, als wäre es ein Stäbchen. Also Faden holen durch die ersten beiden. Faden holen durch die letzten beiden. So sieht das Ganze dann aus. Dann Umschlag, unten in die gerade eben gemachte Luftmasche rein, den Faden holen, nur durch die Luftmasche durchziehen. Dann haben wir unsere nächste Luftmasche, dann wieder den Faden holen, auch nur durch unsere Luftmasche durch. So, und jetzt ganz normal das Stäbchen abhäkeln, Faden holen durch die ersten beiden Schlingen, Faden holen durch die zweiten beiden Schlingen. So sieht das Ganze dann aus. So, jetzt mal ein bisschen in flotterer Version. So. Also ihr seht, so sieht der ganze Spaß dann aus. Ist auch wieder dehnbarer als normal. Und ja. Also ganz einfach, es ist vom Prinzip her immer das Gleiche, nur dass ihr ein paar Maschen mehr braucht, ist klar. Braucht ihr ja sonst auch bei Stäbchen, halben Stäbchen und so. Und dann haben wir das, sieht das Ganze hier so aus. So, kurzes, schnelles Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal zeige ich euch noch eine Anschlagsvariante und dann habt ihr das auch schon wieder hinter euch. Wer mich noch nicht abonniert hat, ich würde mich echt freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ihr könnt auch mal auf Facebook oder Instagram vorbeischauen. Schaut auch ab und zu mal auf die Website. Momentan tut sich da nichts, weil ich keine neuen schriftlichen Anleitungen habe. Sobald ich natürlich welche habe, werde ich es euch sagen. Aber die es vielleicht noch nicht wissen, da sind die Anleitungen für die Dreiecktrücher drauf und für die Winterbeanies und noch so ein paar andere Grundanleitungen. So, ihr Lieben, dann war's das für heute. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Bleibt gesund. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.